halb so gut angelegt wäre wie ich. Wie gesagt, oh Moment, da wartet der Ring an. Er kommt aus Baltimore, Maryland und ist der Antrieb mit der World Champion, The Wrestling Machine, Austin Aries. Sein Leben mit einem Gewicht von 104 Kilogramm von der United Oha, Sie haben es angesprochen. Ja, und jetzt nochmal, wie gesagt, der Austin Aries gegen Ares. Ring of Honor Champ sogar. Einige Max im Publikum gehört dazu. Ja, ist natürlich ganz angereist für diese Show. Ja, genau. Nicht so viele Ring of Honor Fans. Wahnsinn, aber. Der Prozentsatz, die wirklich Austin Aries kennen. Aber das wird natürlich eine heiße Kiste für Austin Aries, denn Ares, auch wenn er in Amerika vielleicht nicht so bekannt ist, der hat große Gegner gehabt und große Gegner besiegt. In Europa auf jeden Fall. Er war also in Amerika jetzt mit seinem Partner Double C, der derzeit in Amerika ja quasi durchstartet. Ja, dieser Mann, der hat Steve Corino besiegt, der hat Abyss besiegt. Joey Legend, Michael Kovac. Ja, Samoa Joe, wenn auch durch Countout, aber ja, also er hat nichtsdestotrotz, der hat so ziemlich alles weggeputzt, was ihm in den Weg gekommen ist. Bei Rings of Europe war allerdings der Peterson nicht so erfolgreich bis jetzt gewesen. Denn er hat gegen Survivor Series Match in Douglas Law in Kürze gezogen. Dann hat er sich überhaupt verletzt und hat dann im Kolpinghaus gar nicht antreten können. Da hat eigentlich Double C quasi ja, das Gold nach Hause geholt und sich mit Lorbeeren geschmückt. Also Ares wartet noch immer auf den ersten Sieg bei Rings of Europe. Das könnte ihm heute gelingen. Sind immer verweigert hier den Handshake. Das ja, er hat auch. Das ist ROH Rules. Und hat schon seit seinem hat ihm die Hand gegeben seine, und da wischt Austin Aries seinen Speichel ab. Aber er lockt, das ist ziemlich egal, denn das Referee-Shirt wird sowieso gewaschen. Ja, ich bin gespannt. Das ist auf jeden Fall ein Top-Match werden. Ja, Austin Aries hat gestern den Titel verteidigt gegen Marco da. Auch eine Hälfte da. Ein Drittel des Swiss Money Holding. Ziemlich souverän, muss ich sagen. Und jetzt ging Ares vielleicht eine Nummer größer, natürlich eine Nummer größer. Schon länger dabei, Ares, als Marc Rudin. Und Ares hat sicherlich Gewichts- und Größenvorteile gegenüber aus dem Ares. Ja, was haben wir heute noch am Programm? Ich meine, wir haben ein Six-Man-Mayhem-Match. Ja, und da geht es um einen Fixplatz bei Rings of Europe. Das heißt, also quasi einen Contract. Der Sieger bekommt kontinuierlich Rings of Europe Bookings. Ja, beziehungsweise, da muss man sich noch auf einigen, vielleicht auch die letzten beiden, die übrig bleiben, aber
Ja, also der Sieger auf jeden Fall, mal sehen, wie der dementsprechende Kader dann halt bei den nächsten Shows aussieht. Ja, da sind einige Leute dabei, die eigentlich schon bei uns auf Europe dabei waren, wie zum Beispiel Cactus Kovacs oder Sigmaster Rapper. Oder wer ist noch dabei? Da muss ich schauen. Ja, der Postbus natürlich. Ja, die anderen drei sind relativ neue Leute. Die Helvetics, also nicht die Helvetics, die treten heute wieder im Einzelkampf an. Also sie kennen sich halt gut mit also Jamie Gardner und Steve Allison. Heute also nicht als Helvetics, aber... Ja, mal sehen, was sich die Hülsenklub Kreativabteilung da ausgedacht hat. Ja. Ja, wir waren vorhin selbst in diesem Six-Man-Match mit Indonesian Roof. Ja, da natürlich auch der angesprochene Marco da noch dabei. Ja, und das ist ein Geheimtipp also für dieses Match. Also die Swiss Money Holding hier in Krems voll vertreten. Ja, sofern sie in Europa weilen. Ja, also der... Wir sind, wie gesagt, Doublesteam. Und da hat er Bart gezogen. War das nicht die Krawatte? Das kann auch sein, das ist mir jetzt zu schnell gegangen, aber es hätte auch der Bart sein können. Ares ist selber schuld, das sage ich immer wieder. Ein Vorteil hat es schon, Schulterblock jetzt, dass er die Krawatte trägt, dann kann sie illegal einsetzen. Was ist das jetzt mit dem Schulterblock? Wie schnell dieser Ausgang Ares ist, und da steckt er schon eins in dem Side-Headlock. Also ein sehr Mann mit viel Intensität, der hier in seinen Aktionen an den Bart legt, aus dem Aries, kommt sehr gut bei den Fans an. Viele haben ja im Vorfeld gemeint, aus dem Aries, ich weiß nicht, ist es der richtige Mann, ist es der richtige Verpflichtung von unserem Bio? Doch nicht so bekannt vielleicht, aber ich glaube spätestens seit er den Ring des Ring of Honor-Teil gewann, ich glaube, ist da, ist, geht die Verpflichtung völlig in Ordnung und man hat wirklich... Ja, aber man muss sich immer die Reaktion des Publikums anhören, da... Ja, ist auch egal, wenn er nicht der Ring of Honor Champion wäre, also... Jetzt spielt er ja versteckt mit Ares. Ja, apropos Ares, Ares hat gestern den Rings of Europe Switzerland Teil gewonnen, in der Schweiz. Gegen The Honky Tonk Man. Ja, und diese Legende haben wir natürlich auch gleich verpflichtet. Und wer trifft heute auf den Österreicher Robert Ray? Seht sie mal das an. Was war denn das? Ja, Frust pur im Moment für Ares, da geht gar nichts. Die Seite jetzt aus dem Ares. Unten durch sind sie erst wirklich hin und athletisch. Ah, jetzt hat aber Ares mal die Oberhand. Jetzt gleiche Situation wie vorhin. Nach den Aries jetzt, wie kommt er jetzt raus? Wir kennen, da gibt es ja einige Tricks, sage ich mal, aber ich verrate hier nichts. Aber ich habe schon einige Leute gesehen, die hier aus dieser Situation rausgekommen sind. Ja, Aries hat es nicht geschafft, ja genau. Ja, Kopfstand. Oh, und ein Doppeltritt, das ist herrlich. Nach den Aries jetzt gleich nach. Reversal. Nein. Und ein Hip-Toss. Japanese Arm Drag, ja, wunderbar. Big Back Body Drop. Ja. Was ist aus denn? Ja, das ist ein Cemento Orbit. Aber das oh, war natürlich passt nicht billig. Auf. Der Schweiz hat immer wieder einen Dirty Trick in seinem Sleeve. Obwohl er heute gar keinen hat, aber... er ist natürlich ungut mit dem Rücken an der Apron aufgekommen. Moment, Ares, nein. Roll up jetzt. Nein. Was ist denn alles jetzt? Ja, ist schon wieder am Raten. Und jetzt glaube ich, wird alles rausgehen. Wie hart geht's hier auf die Kante. Ja, Ares, da will er wirklich draußen momentan aus dem Eis schwächen. Ja, hat vielleicht gesehen, dass er immer nicht besonders weiterkommt, aber da schüchtert er jetzt die Fans ein, also sollte er auch besser wissen, wenn sich auf seinen Gegner konzentrieren. Ja, ist er schon wieder. Das ist nämlich aus dem Eis, keine Frisur erinnert.
Liam Gallagher. Ja, von Oasis. Ich wollte das ganz einfach. Das wäre jetzt auch meine Assoziation gewesen, aber... Was? Was hat Aris gesagt? Das ist Dr. Stirocki. Jetzt muss ich auch aufpassen, dass man hier nicht bei Dr. Stirocki irgendwie zu nahe. Und sind ja noch so im Schoß landet, wenn man das dann kriegt. Den CDA-Präsidenten und VDP-Präsidenten gefährdet. Ja, aber der weiß natürlich, wo er sein muss, wenn es gefährlich wird. Mach mir keine Sorgen. Moment. Da hat er den Neffe abgelenkt, aber es hat nichts gebracht. Hat überhaupt nichts gebracht. Oh nein, Rick, das hat jetzt Referee Tessilion gesehen. Big Slam. Zum ersten Mal, dass wir auch diesen Ring haben. Also das ist nicht der Ring von Powerplex, sondern das ist der Ring von einem Schweizer, ja, Verleiher. Ringverleiher aus der Schweiz. Das ist nicht der Rings of Europe Switzerland Ring, was ich glaube. Den gibt es nicht. Moment, Ares! Das ist dieser herrliche Suplex. Der patented Ares. Ich weiß es nicht. Ist es der Mannplex? Natürlich ist es. Ja, die Swiss Money haben schon so viele Gimmick-Moves entwickelt. Da muss ich immer wieder mal meine Liste nachschauen. Wir kannten sie ja damals noch von den Doppelaktionen, aber da gibt es jetzt immer einen sehr seltenen Bayer. Ares hat das angekriegt. Leider momentan nur getrennt auftreten. Wie gesagt, von Amerika. Big Clothesline. Also Austin Aries, der hat eine unglaubliche Sprungkraft. Also der könnte ohne weiteres auch Basketballer sein, selbst wenn er nicht so groß wäre. Athletisch ist auf jeden Fall. Sicher ein guter Highschool-Sportler. Ja. Moment! Wenn sie aus dem Herz, weiß nicht, was ihm passiert. Denn hier kommt Swiss Sleeper Holding. Ja, oder Headlock of Doom, wie sie es wollen. Ich glaube, es ist der Headlock of Doom, denn dieser Swiss Sleeper Holding, das ist ja eigentlich der Aufgabegriff von Double C. Mit dem er letztes Jahr gegen Ian Rotten den Titel wieder gewann. Kann sich noch erinnern? Ja, Kolpinghaus. Wo er eigentlich in einem Abend zweimal mit dem Swiss Sleeper Holding gewann. Mit Barisch und gegen Ian Rotten. Sind die Kinder voll dabei und die Erwachsenen noch ein bisschen zurückhaltend. Sie Wrestling sind sie zum ersten Mal hier in Krems. Ich weiß nicht, ob sie sich jemals so richtig begeistern können, aber die Kids sind dabei und die müssen ja. Das ist eigentlich, die Kids sind die wichtigsten, die man begeistern muss. Denn die, ja, sofern sie da sind. Ja. Das ist, wenn man viel Erwachsene jetzt neu gewinnt für diesen Sport. Mal schauen, ob man nächstes Jahr wieder in Krems etwas macht. Die Vorzeichen stehen nicht schlecht. Und jetzt Austin Aries, das ist nämlich ein Arm ist angeschlagen. Was ist denn jetzt in der Seite? Oh, Rolling Elbow. 1, 2. Herrlich, ja. Hat er voll erwischt, seht ihr das? Wahnsinn! Da kann er auch, wenn er so einen Glaskin hat, Ares, dann wäre er jetzt da. Ja, wäre es vorbei. Klassischer K.O. Mit Ares in der Seite. Aber ganz frisch wirkt er ohnehin nicht mehr. Nein, er taumelt ja bereits in diesem Ring, der geht. Moment, Ares hieft aus den Ares drüber. Oh! An den Kragen gepackt. Den beim Krawatteln sozusagen, obwohl es gar nicht mit Ares. Aus den Ares! Somersault Dive! Power Elbow! Ah, schade. Ja, da kommt, wie gesagt, da kommen einige Aktionen in der Reihe von Austin Aries. Also nicht, da gibt es nicht nur eine, da gibt es zwei, drei Aktionen gleich. Brainbuster Ansatz, das ist ein seiner Finisher. Der Brainbuster Suplex. Aber mit Ares, diesem 102 Kilo Mann. Oh, der blockt schon. Ares! Moment, Ares! Was zeigt er hier? Ja, Golden Gate Swing. Auch ein Patentwurf von Ares. 1, 2, 3.
das ist ja eigentlich beabsichtigt, dass Ares jetzt sich den Kragen aufgestellt hat. Nein, also das ist sicher aus der Hitze des Gefechts. Ich glaube nicht, dass er jetzt im Kantonar-Modus ist. Nein. Ja, vielleicht zeigt er noch so einen Kung-Fu-Tritt, wer weiß. Ja. Aber hoffentlich nicht gegen Fans. Außen Ares jetzt in die Ecke. Ares kommt nach, aber auch er. Daneben, Austin Aries mit dem Dropkick in die Ecke jetzt. Ares. Moment, Austin Aries. Das ist deine auch. Und noch einmal, voll in den Kisser. Da sinkt er zu Boden. Eins, zwei, nein. Schade. Voll ins Gesicht. Ein Glaskinn hat der wirklich keines, denn sonst nein. Wäre er wirklich schon weg. Ja, ich finde es ist so ein erfolgreicher europäischer Athlet. Ah, jetzt ein Würfel. Noch einmal. Moment. Wieder deine Modified Suplex. Ja, wenn es ihm gelingt, den Toblerone-Driver anzusetzen, dann wird es auch schwierig für Austin Aries, denn... Oder den Money Clutch, mit dem er schon auch damals in der WXW ziemlich erfolgreich war, mit diesem Submission. Cobra-Clutch, Modified Cobra-Clutch. Also, oh, oh! Moment, nein! Toblerone-Driver! Toblerone-Driver-Ansatz! Der hat auch den... Wie ist das? Wie ist dieser Noah-Wrestler nochmal besiegt? Tiger Emperor? Ja, genau. Paperstar! Aber das war wohl nix. Denn hier könnte jetzt, Moment! Ares ist down and out! Und Austin Aries könnte ansetzen für den 450! Kommt er! 450, hits him! 2, 3 und Austin Aries verteidigt den ROH Title und ist im Finale der Wachauer Wrestling. Des Wachauer Wrestling Turniers. Ja, dort war jetzt Steve Douglas. Oh! Yeah, hi! Fans natürlich auch voll into. Ja, warum nicht? Fernsehen ist ja da, Peter. ORF Niederösterreich. Das ist auch einen Bericht. Das waren eigentlich schon zwei Highlights jetzt gleich zu Beginn der Card. Ja, das waren eigentlich zwei Main Event Matches, die man eigentlich getrost bei jeder europäischen Show als Main Event präsentieren kann. Ah, Moment, da sind sie. Selbst Austin Aries vergisst, der den Code of Honor passt. Ja, gerade. Die Frage, wird Ares jetzt auch einwilligen und wird er quasi als fairer Sportsmann hier in die Hand schütteln. Ja, Code of Honor natürlich in Krems nicht so weitgehend bekannt, aber trotzdem wird diese sportliche Geste hier anerkannt. Ja, Ares, sag ich mal, Ares Losing Streak in Österreich geht weiter, Peter. Ich passt jetzt ein Glas umgeschmissen. Ja, das ist natürlich weitreichende Konsequenzen. Die zu einem absoluten Trinkverbot hier führen. Ja, schon öfters passiert, dass wir hier in die Kabine versauen. Moment! Hey. Was ist Ares? Und Ares jetzt... So ein Loser. Ach Gott, Da habe ich diesen Gesichtsausdruck von Austin Aries gesehen. Fuchsteufelswil. Na gut. Vielleicht haben beide auch was zu sagen. Hier sehen Sie das. Den 450 Splash. Unglaublich. Impact. Da kann er nichts mehr machen. Den zeigen wir einfach noch einmal, weil wir haben ja irrsinnig viele Perspektiven. Und sehen Sie die Fans total aus dem Häuschen. Meine Fans, das sind keine Fans. Das sind Leute, die Spaß an den Schmerzen anderen haben. Und die keine Ahnung haben. A message to your fans. Right here. Anytime, anywhere, I put this gold on the line. I don't care who it is.